Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit Professor Dr. Alexander Rondek über den EBV-Virus, den Epstein-Barr-Virus und dass da sehr viel immer wieder mal etwas reaktiviert werden kann, sodass ein Mensch wieder in der chronischen Erschöpfung drin ist. Da kam die Parallele zu Long-Covid und ich dachte mir schon, ja, ist es jetzt EBV oder ist es Long-Covid? Dieses Thema möchte ich heute einfach nochmals kurz diskutieren mit meinem Gast. Der ist heute auch wieder da und wir legen auch gleich los. Bleiben Sie dran. Lieber Alexander Rondek, herzlich willkommen im Studio. Dankeschön. Ja, für mich war das sehr überraschend, dieses Gespräch, dass es tatsächlich sehr viele Versionen gibt, die heute wahrscheinlich unter Long-Covid einfach abgestempelt wird, aber eigentlich ein reaktivierter EBV ist, Epstein-Barr-Virus. Mhm. Und dass man eigentlich das behandeln müsste, ursächlich, sodass die Menschen aus ihrer Erschöpfung wieder rauskommen. Mhm. Und auch da wieder noch für die Zuschauer, passiert ist eigentlich das aufgrund eines Infekts. Das Immunsystem muss dagegen kämpfen, es ist erschöpft. Mhm. Und in dieser erschöpften Phase kann ein Virus, der in uns drin ist, wie der EBV, wo du mir gesagt hast, praktisch alle Menschen haben den schon in sich drin, wieder ausbrechen. Mhm. Und das ist dann die Long-Version. Habe ich das richtig zusammengefasst? Absolut, absolut richtig. Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Wenn man an Corona erkrankt, und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein schwerer Infekt war oder nur ein leichter Infekt, auch die milden Infekte zeigen dann im späteren Verlauf, nach drei, sechs Monaten, dass es zu diesem Long-Covid-Syndrom kommt. Syndrom heißt immer, es ist eine Beschreibung aus mehreren Beschwerden. Zu diesen Beschwerden gehört eben diese Erschöpfung, diese Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. Und wir haben die Patienten bei uns in der Praxis. Das heißt, wir haben Studenten, die zu uns kommen und verzweifelt sind und sagen, ich habe jetzt bald mein Staatsexamen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe die Covid-Infektion vor einem Jahr gehabt und seit 3 Monaten fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren. Ich bin müde. Ich war sonst immer joggen. Das hat mir gut getan und es geht nicht mehr. Und aus meiner Sicht gibt es jetzt nicht nur eine Erklärung wie Epstein-Barr-Virus, sondern sehr, sehr viele, die dazu führen können, dass der oder diejenige sich so fühlt. Ursprünglich war, also es gibt sehr viele Long-Covid-Ambulanzen als Anlaufstelle. Warum? Weil man davon ausgeht, dass 10% oder aktuelle Statistik zeigt, dass 10% der Infizierten, also die schon mal Covid-Infektion hatten, dass die ein Long-Covid-Syndrom bilden. Also eine extrem große Anzahl von Patienten, die auf einmal mit Beschwerden konfrontiert sind, wo die gedacht haben, das ist schon längst vorbei, mir ging es doch gut zwischendrin, ich kann es mir nicht erklären. Also ein neuer Virus kommt in den Körper muss, das Immunsystem kämpft gegen diesen Körper an, gegen diesen Virus. Ja. Und auf der anderen Seite hat der andere wieder mehr Gewicht und kann ausbrechen. Das ist jetzt die Folge beim Epstein-Barr-Virus. Mhm. Also das heißt, der Epstein-Barr-Virus sagt, super, das Immunsystem ist jetzt platt, jetzt nutze ich meine Chance, um jetzt hier zu starten, um mich mal wieder hier breit zu machen. Ja? Mhm. Vielleicht kriege ich nicht mehr so schnell so eine Chance. Und die ergreift er. Und das fühlt sich dann natürlich mit allen Beschwerden an, die ich gerade beschrieben habe, mit Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, auch so Angststörungen, so Reizbarkeit, Schlafschwierigkeiten. Und das ist eine Erklärung. Wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, der Epstein-Barr-Virus, wie auch eine Covid-Infektion, ist so, dass unser Immunsystem, wenn wir keinen Infekt haben, ungefähr ein Drittel unserer Energie verbraucht unser Immunsystem. Das heißt, alles, was ich heute esse, ein Drittel von, ohne dass ich einen Infekt habe, kriegt mein Immunsystem. Mhm. Ist es so, dass ich einen Infekt habe, dann kommt es zu einer Umverteilung. Die Energie, die ich jetzt aufnehme durch die Nahrung, ist nicht mehr ein Drittel geht an das Immunsystem, sondern geht 50%, 60%, 70% an das Immunsystem. Warum? Weil es einen viel höheren Umsatz hat. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn vorher unser Körper den Großteil an Energie gekriegt hat und das Immunsystem nur so ein Drittel und auf einmal ist es umgekehrt, das heißt, das Immunsystem zapft einfach viel mehr ab, dann bleibt dem Körper weniger. Also, logisch. Genau. Und dieses Logische, das muss man erklären. Und das ist schon mal einmal bei der Corona-Infektion oder Covid-Infektion, das gilt genauso für eine Grippe-Infektion, also wenn man wirklich jetzt Corona als großen Bogen nimmt, wie auch, wenn der Epstein-Barr-Virus wieder hochkommt.
Warum? Weil das Immunsystem auf einmal, also Epstein-Barr, das Immunsystem ist platt, der Epstein-Barr-Virus kommt hoch. Und dann sagt das Immunsystem, oh, jetzt muss ich da ankämpfen, ja, und immer mehr kämpfen, muss aktiviert werden und verbraucht immer mehr Energie. Das ist eine Erklärung dafür. Also die Ursache ist eigentlich die Erschöpfung, die wir gehabt haben, durch die Covid-Infektion von dem Immunsystem. Dann kommt der Epstein-Barr-Virus hoch. Und dann braucht auf einmal das Immunsystem genügend Energie und zapft es ab. Und darum können wir uns schlechter konzentrieren, sind nicht mehr so leistungsfähig. Natürlich geht auch manchmal so ein bisschen Fieber, ja, also so subfibril, sagt man, also leichte erhöhte Temperaturen. Mhm. Warum? Weil es ein Mechanismus des Immunsystems ist, um anzuschalten, um abzuwehren. Aber manche Leute sind ja dann monatelang in dieser Konstellation gefangen. Das Immunsystem ist zwar auf voll, zieht die ganze Energie ab, ja, der Mensch ist ständig müde, aber der Virus, ja, die Belastung ist immer noch da. Also ist das eine Frage von der Zeit, bis das wieder runtergeht? Oder eben, wenn man es jetzt nur auf das runterbrechen würde und nur das im Fokus hätte, würde man sagen, würde es sukzessive runtergehen, weil das Immunsystem in der Regel gewinnt. Müsste. Mhm. Ja. So, jetzt wird es ein bisschen umfassender. Denn aus meiner Sicht eine weitere Ursache ist, habe ich eine Covid-Infektion, die meinen Körper belastet, habe ich anschließend einen reaktivierten Epstein-Barr-Virus, führt es dazu, dass bestimmte Nährstoffe bei uns im Körper vermehrt verbraucht werden. Warum? Jedes Mal, wenn das Immunsystem startet, bei der Covid-Infektion, beim Epstein-Barr-Virus, verbrauche ich Vitamin B1, B2, die ganzen B-Vitamine und auch die Alpha-Liponsäure. Wichtig ist, Vitamin B1, B2 und Alpha-Liponsäure sind die drei bei uns, die den Kohlenhydratstoffwechsel steuern. Heißt, esse ich Kohlenhydrate, sage ich einfach mal ein Brot oder Nudeln, dann führt es dazu, dass normal der Weg so ist, wenn ich genügend Vitamin B1, B2 und Alpha-Liponsäure habe, dann wird daraus Pyruvat. Pyruvat kann man sich so vorstellen, das ist energiereich. 26 ATP, also wir nehmen es mal PS, 26 PS hole ich daraus. Fehlt mir Vitamin B1, B2 oder Alpha-Liponsäure, dann geht es nicht mehr in Pyruvat mit den 26 ATP, sondern nur zum Laktat mit den 2 ATP. Das heißt, wenn ich nur das anschaue und ich weiß, okay, in der Regel ist es so, dass ein Infekt und besonders dann der zweite Infekt mir mein Nährstoffreservoir an Vitamin B1, B2 und Alpha-Liponsäure runterfährt, dann ist es nicht verwunderlich, dass auf einmal meine Energie, die eh schon wenig ist, jetzt nicht mehr die vollen 26 ATP greifen kann, sondern nur noch diese kleinen 2. Und dann fühle ich mich ja nochmal müder. Ja, ich kriege nochmal weniger Energie. Könnte man das verhindern, indem man eine Kohlenhydrat-Tiefe, Low-Carb-Ernährung machen würde? Nee, weil wir müssen erstmal B1, B2, wir müssen das ergänzen. Mhm. Also Kohlenhydrat-arme Ernährung führt grundsätzlich dazu, dass Kohlenhydrat in Pyruvat gut besser umgewandelt wird als in Laktat. Aber wenn ich B1, B2 und Alpha-Liponsäure nicht habe, da kann ich hungern, wie ich will. Ich werde daran nichts ändern. Wenn ich beim Auto keine Reifen dran habe, dann kann ich noch den besten Motor einbauen. Da wird sich nichts ändern. Den kriege ich trotzdem nicht voran. Und drum muss ich mir anschauen, was ist denn los? Also ich muss die Situation mir anschauen und das dann ausgleichen, wenn es nötig ist. Und das ist eine Erklärung, warum man sich zum Beispiel auch müde fühlen kann. Unabhängig jetzt eigentlich von der Auswirkung konkret des Epstein-Barr-Virus. Also es müsste gar weder das eine noch das andere sein. Es könnte einfach schlichtwegs nur ein Vitaminmangel sein. Genau. Dass ich hier eigentlich viel zu wenig ATP produziere. Richtig. Also wäre eigentlich der erste Schritt von uns allen, hier einmal zu schauen, wie sieht unser B-Komplex aus. Genau. Es wäre eine Analyse übers Blut. Genau, machen wir übers Blut. Bioaktiven ist wichtig. Also bioaktiv heißt, das sind die Vitamine, die auch wirklich aktiv bei uns im Körper was umsetzen. Also wir haben beim B6. Aber das weiß der Arzt, wenn man ein Blut analysiert, dass er die bioaktiven... Muss man halt sagen, bioaktiv. Also man muss alles... Okay, dann messen wir die. Es gibt nicht bei Vitamin B6, gibt es 6 unterschiedliche Formen. Und wenn man nur die Vitamin B6 misst, dann kann man sagen, okay, wir haben genügend Vitamin B6, aber wir wissen nicht, ob wirklich auch die richtig funktionieren, denn nur ein Teil funktioniert davon. Und den will ich ja wissen. Ich will den Anteil wissen,
Und darum die Bioaktiven, und so ist es, diejenigen, die eine aktive Rolle bei uns im Stoffwechsel machen. Und darum ist es wie immer bioaktiv. Da würde man jetzt aber auch nichts falsch machen, wenn man jetzt einfach mal B-Komplex schlucken würde, um zu schauen, hey, geht's mir eigentlich besser, wenn ich mir das supplementiere? Ja, wird wahrscheinlich nur im geringen Fall funktionieren. Warum? Weil der B-Komplex in der Regel viel zu niedrig dosiert ist. Ah. Viel zu niedrig dosiert. Also B1 und B2, erstens dauert es relativ lang. Das sind zwei, die sehr lange brauchen, 3 Monate Minimum, bis sie anfluten. Und wir haben ganz andere Dosen. Aber um das wieder zu sagen, es sind Dosen, die nicht irgendwie gefährlich sind oder so, weil manchmal schwirrt der Gedanke, Vitamin B1, B2 darf man nicht so hoch. Das stimmt bei den zwei gar nicht. Bei Vitamin B3 und Selen muss man zum Beispiel aufpassen. Es gibt welche, da muss man aufpassen. Aber das betrifft nicht Vitamin B1, B2, um gleich da diese Frage vielleicht zu beantworten. Gut, dann geht man ja zum Arzt und kriegt eine andere Dosis. Nahrungsergänzungsmittel sind einfach immer auf einem Stand, die ungefährlich sind. Wo würde ich denn diese ganze B-Vitamine denn hauptsächlich auch in der Ernährung finden? Also da gibt's ganz viel. Also man kann bei den B1, B2 findet man zum Beispiel in Nüssen, aber auch in zum Teil in bestimmten Gemüsesorten wie den grünen Gemüsesorten, Brokkoli gehört dazu. Da gibt es ganze Listen, die kann man im Internet sich anschauen. Das wird nie ausreichen. Nein, also haben wir alles schon ausprobiert. Und ich bin ja immer ein Freund, was auszuprobieren. Und ich hatte auch Patienten, die gesagt haben, können wir es nicht über eine Ernährung machen? Und sage ich, probier mal gerne. Und entscheidend ist, dass es ihnen besser geht. Und wir haben ja schon die Messung, wir messen danach. Das ist leider, wenn es mal so tief ist, wenn es aus meiner Sicht therapiewürdig ist oder nötig ist, dann kriegt man es über die Ernährung nicht, kriegt man es minimal angehoben, aber es reicht nicht aus. Also nochmals zusammenfassend, dieser ganze B-Vitamin-Komplex, der in unserem Körper einen sehr tiefen Wert erreichen kann, erreicht deshalb einen tiefen Wert, weil das Immunsystem auf Hochtouren läuft und viel, viel mehr verbrennt, braucht, um gewisse Viren oder wieder in den Griff zu kriegen, oder? Genau, Teil 1. Ja. Teil 2 ist, nicht nur unser Immunsystem startet und verbraucht mehr, sondern unser hormonelles System auch. Denn was wir sehen, ist, dass haben wir einen Infekt, egal ob es jetzt der Covid-Infekt damals war oder der Epstein-Barr-Virus jetzt, unser Aktivierungssystem startet. Das heißt, unsere Regenerationshormone werden mehr verbraucht, da gehört das Serotonin dazu. Von was ist es abhängig? Von Folsäure, Vitamin B6, B12. Also haben wir schon wieder 3 Vitamine, die vermehrt verbraucht werden. Das Gleiche gilt auch bei unseren Stresshormonen. Die werden erstmal angefacht und werden mehr verbraucht. Und dementsprechend immer, man spricht von den Kofaktoren, das sind die Vitamine in der Regel, also die ganzen B-Vitamine sind Kofaktoren, und die werden mehr verbraucht. Das heißt, wir haben auch in unserem hormonellen Stresssystem haben wir einen Alarmzustand. Den sollte ich, wenn ich den ganzen Menschen verstehe, sollte ich den auch wieder runterfahren und reduzieren. Also von diesem hohen Erregungsniveau in ein normales Erregungsniveau wieder zurückführen. Und wenn ich das zurückführen kann und ich die Nährstoffe wieder ergänze, dann führt es dazu, dass der grundsätzlich entspannter ist. Warum? Weil sein System viel besser wieder arbeiten kann. Wenn ich dauernd am Anschlag bin und vielleicht auch noch sage, boah, ich bin eigentlich platt, aber ich muss ja dieses Staatsexamen irgendwie schaffen, dann führt es natürlich dazu, dass meine Stresshormone aktiv sind, aber die fallen dann wieder in den Keller und sind dann wieder müde. Heißt, ein weiterer Grund dafür ist, dass unsere Aktivierungshormone, die zu Beginn einen hohen Verbrauch hatten, irgendwann dann runter in den Keller gegangen sind und nicht mehr so produziert werden. Und zum Beispiel das Noradrenalin, was für unsere zerebrale Stressantwort, also für unsere Konzentration, für unsere Gedächtnisleistung zuständig ist, wenn das irgendwann runtersinkt, dann können die sich nicht mehr konzentrieren. Das war genau in dem Fall der Studentin, die auf das Examen gelernt hat, die war einfach, das war alles verbraucht. Und wir haben im Endeffekt das wieder aufgefüllt mit Eiweißen, Proteinen, dass der Körper wieder es herstellt. Und natürlich, weil ich weiß, welche Vitamine nötig sind, auch Eisen spielt eine Rolle, haben wir das ergänzt, wenn es ein Mangelzustand war. Und so konnten wir es wieder ermöglichen, dass sie wieder fitter war, auch im Kopf, wieder die Gedächtnisleistung, Konzentrationsfähigkeit ist wieder gekommen,
Ja, und die konnte dann auch das Staatsexamen machen. Und das ist ja das Entscheidende. Also, dass man mehrere Aspekte nimmt. Ich würde gerne noch eine weitere Erklärung, warum man sich müde fühlen kann, erklären. Mhm. Wir haben, jeder Infekt führt dazu, dass in unserem Körper freie Radikale gebildet werden. Das ist beabsichtigt. Das macht unser Körper aktiv. Warum? Weil freie Radikale schaden auch Bakterien und Viren. Das ist eins in dem Elektron raus. Ja? Genau, es ist ein Teil der Abwehr. Und dadurch schade ich der Zelle von den Viren und von den Bakterien. So, schwierig ist es dann, wenn diese freien Radikale überhand nehmen, wenn die zu viel werden, dann schädigen sie nämlich auch den eigenen Körper. Ich habe vorhin von dem Verbrauch erzählt, der B-Vitamine, ja, der Nährstoffe. Jetzt ist es so, dass wir bestimmte Nährstoffe haben, die B-Vitamine, auch das Q10, was, wenn freie Radikale zu viel sind, diese abfängt. Heißt, habe ich einen Infekt, kommen ganz viele freie Radikale. Sind die zu viel, kommt dann unser Q10 oder unsere B-Vitamine und fangen die ab. Diese nennt man Antioxidantien, daher der Name. Die binden die, ja, und neutralisieren die, weil es viel zu viel sind. So, jetzt habe ich hier das Q10 gebunden. Q10 ist aber der wichtigste Energiegeber in der Zelle, in den Mitochondrien. Mhm. Jetzt fehlt mir das. Wieder eine Erklärung, warum ich müde, erschöpft bin, meine Muskeln nicht mehr so leistungsfähig, warum ich mich nicht mehr konzentrieren kann und warum mein Immunsystem immer noch nicht so leistungsfähig ist, um den Epstein-Barr-Virus zu behandeln. Drum ist es so wichtig, eigentlich sich bewusst zu machen, dass Long-Covid nicht nur was, und das war am Anfang, muss ich sagen, Ambulanz der Charité, also Long-Covid-Ambulanz war Vorschlag, die ersten Vorschläge zur Therapie war Achtsamkeitstraining und Meditation. Da werde ich keinen Blumentopf gewinnen. Die haben Gott sei Dank in der Zwischenzeit dazugelernt, der Epstein-Barr-Virus ist dazugekommen. In der Zwischenzeit auf der Seite. Ich verfolge das ja. Wo der aktuelle Stand ist, die Erklärung. Die aktualisieren das. Schade ist, dass die sich erst jetzt damit beschäftigen. Eigentlich sollte es bei denen bing, 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 bing machen. Auch Vitamin, die müssten sofort sagen, klar, Vitamin B1, B2 brauchen wir, Alpha-Liponsäure, das müssen wir uns anschauen. Wir müssen uns die freien Radikale anschauen. Ist denn genügend Q10, unsere Antioxidantien, die B-Vitamine, sind die da? Diese Fragen müssen gleich auf einen Schlag beantwortet werden mit einer Messung. Und dann kann man auch den Menschen viel besser helfen. Und das ist so ein bisschen schade, weil viele unterschiedliche Erklärungen gibt oder Einflüsse gibt, die ich abklären muss, damit ich auch wirklich den Fuß in die Tür bekomme, dass dem wieder gut geht. Aber dann ist wieder krieg bei jedem ein bisschen anders. Genau, aber ich muss erstmal scannen, was bei dem das Spezielle ist und ganz gezielt, wenn ich weiß, der hat einen B2-Mangel, dann brauche ich den kein B1 wie verrückt geben. Davon wird er nicht profitieren, auch vom B2 wird er profitieren. Oder Q10-Mangel. Und zusätzlich vielleicht auch noch die Mitochondrien, die ich heutzutage auch messen kann, ob die geschädigt sind. Wenn ich sehe, die sind geschädigt, okay, dann mache ich zum Beispiel die Sauerstofftherapie. Das hatten wir letztens schon mal angesprochen. Das ist ein Wechsel zwischen zu wenig und zu viel Sauerstoff. Freie Radikale, die ich ja vorhin genannt habe, zerstören ja oder schädigen die Mitochondrien. Das heißt, auf der einen Seite fange ich die freien Radikale ab, damit die nicht weiter schädigen. Aber auf der anderen Seite muss ich die geschädigten Mitochondrien wie einen kaputten Motor rausnehmen und einen neuen setzen. Und das kann ich durch diese Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie, also Wechsel zwischen zu wenig und zu viel Sauerstoff. Und das geht dadurch, zu viel Sauerstoff führt dazu, dass geschädigte Mitochondrien, die ja eh schon eigentlich weggehören, die ich herausnehmen will, kaputt gehen. Und Hypoxie, wie beim Höhentraining, ja, werden neue, also zu wenig Sauerstoff, werden neue Mitochondrien gebildet. Ja, und dann habe ich auch auf der zellulären Ebene, egal ob Immunzelle, Gehirnzelle oder Muskelzelle, kriege ich wieder die Kraft zurück und die Leistungsfähigkeit. Und dann fühle ich mich anders. Aber man muss die Fragen stellen. Und so, wenn ich die Fragen nicht stelle nach dem, was kann alles ursächlich sein, dann werde ich natürlich auch keine Antworten kriegen und dann schaut leider meine Therapieoption zu klein aus. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass die wenigen, die genau in dieses Raster fallen, denen kann ich helfen, aber den ganzen rechts und links davon, die erfasse ich nicht. Aus meiner Sicht sind diese sechs Ursachen auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es wird wahrscheinlich noch das ein oder andere hinzukommen, wo man sagt,
ah, das spielt ja noch eine Rolle und jene spielt ja noch eine Rolle. Und das wird auch das Entscheidende sein. Kann man das tatsächlich heutzutage alles messen? Also wenn du jetzt also einen Patienten hast, dann machst du eben wirklich den Mineralienstatus, den Vitaminstatus, das Q10 suchst du noch, wie das aussieht, die freien Radikale. Mhm. All diese Sachen kannst du heute messen? Die kann ich messen und ich bin aber, also ich versuche immer nur das zu messen, wo ich eine Antwort genau brauche. Mhm. Wenn mir einer zum Beispiel sagt, er hat schon Q10 genommen und ist ein qualitativ gutes Q10, dann brauche ich das natürlich nicht mehr messen, weil dann weiß ich das. Oder wenn er mir Laborbefunde mitbringt, die jetzt nicht älter als einen Monat sind und da sehe ich zum Beispiel das Ferritin, der Eisenspeicher, ja, und der ist gut, dann brauche ich das auch nicht mehr messen. Und ich versuche immer so wenig wie möglich zu messen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch die Folgen, also die Side-Effekte mit erfassen, damit ich auch dementsprechend die Möglichkeit habe, dem Patienten zu helfen. Ich versuche es aber so eng wie möglich zu fassen. Beispiel, wenn der mir zum Beispiel jetzt sagt, wissen Sie, Herr Ronek, mein Darm ist vollkommen in Ordnung, ich habe noch nie Probleme, ich habe kein Antibiotikum, der war schon immer top, dann werde ich das nicht machen. Ja, dann werde ich den Darm mir nicht anschauen. Ja, in der Stuhlanalyse nach modernen, es gibt dieses NGS, Next Generation Sequencing, da misst man die DNA unserer Darmbakterien, unserer guten Darmbakterien, kann ich viel genauer sagen, als es früher der Fall war. Wow. Aber wenn der mir sagt, ich habe das noch nie ein Problem gehabt, dann werde ich das nicht machen. Ja, weil das kostet natürlich was. Auch den privaten Versicherungen, die übernehmen das zwar, aber man muss es. Ich habe von meinem Oberarzt damals, der hat mich so getriezt, der hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, das und das und das würde ich gerne bestimmen bei dem Patienten, hat er gesagt, okay, erklär mal, warum, was, welche Frage hast du dahinter? Ich dachte, das ist wichtig, das brauchen wir sind hier auf der Gastro, wir sollten die Leber werden. Hast du eine Frage? Nein, wird gestrichen. Und so arbeite ich heute. Das heißt, habe ich eine klare Frage? Meine Frage lautet, wenn er sagt, ich habe Durchfall, ich vertrage vieles nicht, dann lautet meine Frage, ist der Darm gestört? Und diese Frage möchte ich beantwortet haben. Sagt er mir, mein Darm ist in Ordnung, warum soll ich dann diese Untersuchung machen? Und wenn man so gezielt vorgeht, dann glaube ich, ist alles ganz sauber recht zu fertigen. Mhm. Ja. Ich finde nur schon die präventive Frage immer noch interessant. Stimmt die DNA von den Bakterien da im Darm drin auch immer noch wichtig, oder? Grundsätzlich ja. Wenn einer zu mir sagt, ist egal, ich möchte das einfach wissen, präventiv. Und dann mache ich das natürlich, ja, weil man dementsprechend das Immunsystem, wenn einer zu mir zum Präventiven kommt, das Immunsystem gleich dementsprechend unterstützen kann. Weil wenn der Darm in Ordnung ist, wie gesagt, 80%, das ist der Großteil des Immunsystems, habe ich dann natürlich auch keinen zusätzlichen Stressfaktor. Also nein, dann macht man das. Dann ist es sinnvoll. Nur wenn ich in dem Fall bei Long-Covid eine Fragestellung habe und er sagt, oh, meine Versicherung, die ist ein bisschen kritisch und so, dann schaue ich, dass ich das eng, damit ich Ressourcen noch habe, lieber für die Therapie, dass die übernommen wird und nicht, dass die eine Frage stellen. Weil für mich, die Höchststrafe ist immer ein Versicherungsschreiben, ja, eine Nachfrage der Versicherung, weil ich bin zum Behandeln da und nicht um Versicherungen ständig, die übernehmen, ich schreibe dann was und dann übernehmen sie es aber... Ja, darum versuche ich das immer so zu gestalten, dass die Versicherung erst gar nicht sagt, ist das überhaupt sinnvoll, sondern ich kann alles ganz schnell belegen, alle Anamnesen, also die Beschwerden, aufgrund der Beschwerden, und das ist dann meistens ja auch, ist genau das rausgekommen, ja, dass dann was auffällig ist. Die Auffälligkeit muss nur wissen, wie die Konstellation ist für die Therapie, aber für die Versicherung reicht es im Endeffekt, dass die sagen, ah, das war dann doch medizinisch notwendig, ja. Jetzt vielleicht noch für die Selbstzahler, so eine kleine Zahl zu hören. Also wenn du eine kleine Diagnostik machst, bis hin zu einer großen Diagnostik, reden wir da von 500 Euro bis 2000 Euro ungefähr. Also 2000 ist zu hoch, aber es ist unglaublich schwierig, weil der Grund ist, ich setze mich ja mit dem Patienten eine Stunde hin und ich höre mir alles an, lasse die Patienten auch sprechen, das überrascht die immer, ja, dass sie so viel erzählen dürfen erstmal, weil ich schon so viele Informationen kriege und dann stelle ich halt noch meine Fragen und dann setze ich das gezielt mit dem Patienten zusammen und er sagt, ich habe nur ein Budget so und so und dann muss ich priorisieren.
Ja, dann muss ich sagen, okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, und das vermute ich eh schon, das können wir uns vielleicht sogar sparen. Aber 2000, das glaube ich, habe ich nie erreicht. Also so vielleicht bei 1500. Und bei den Selbstzahlern tue ich mir eh sowieso total schwer. Da hinterfrage ich mich dreimal während des Gesprächs, ja, ob ich nicht doch da noch ein bisschen, brauchen wir das wirklich? Und was hat er gesagt? Na, muss ich, dann stelle ich nochmal eine Frage danach, um wirklich das auf die Version zu bringen, dass wir die maximale Information haben, aber die geringsten Kosten. Ja. Aber leider kostet das heutzutage was. Ja, das Labor wird von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen. Das wird sich mit Sicherheit auch noch viele, viele Jahre nicht ändern, weil man versucht natürlich, keine neuen Kosten zu generieren seitens der Krankenkassen. Wenn man aber die folgenden Kosten sich anschauen würde, dann würde man sofort einen Schlussstrich drunter sagen, wir übernehmen das, weil das dauert ja, der hat ja schon so einen langen Arbeitsausfall und es kommen ja noch mehr und noch mehr und noch mehr Kosten dazu. Vielleicht noch ein letzter Punkt, es wird nochmal spannend, die Frage werden beim Long-Covid, in der Kombination mit Epstein-Barr-Virus, weil beim Epstein-Barr-Virus gibt es nicht nur Hinweise darauf, sondern man weiß jetzt, dass der Epstein-Barr-Virus einen direkten Einfluss haben kann auf Parkinson-Erkrankungen, auf Multiple Sklerose, aber auch aktuell Non-Hodgkin-Lymphom, also Krebsentstehung. Ja, es macht ja das irgendwas. Unser Immunsystem, man geht davon aus, dass man im Laufe des Lebens 20 Mal Krebs hat oder Krebszellen hat, die das Immunsystem wieder selber kaputt macht und beseitigt. Nur wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann kann sowas kommen. Logisch, auch wieder logisch. Diese Frage wird aus meiner Sicht genauso auch nochmal im Rahmen Long-Covid-Syndrom gestellt werden, ob es nicht nach und nach zu sowas kommen kann. Also es ist wirklich drei Fragezeichen dahinter. Das wird interessant. Und wenn man das dann weiß, dann sollte man gleich vorne anfangen und bitte nicht immer warten, bis alles erledigt ist. Und wenn man dann anfängt mit sehr, sehr teuren Therapieverfahren über einen längeren Zeitraum, das kann man sich vorher sparen. Und ich hoffe und appelliere immer, dass es doch der ein oder andere dann sagt bei der Krankenversicherung, Mensch, vielleicht sollten wir den ein oder anderen Gedanken zumindest mal diskutieren mit Leuten, die eine Erfahrung in dem Bereich haben. Je mehr Gespräche ich mit dir mache, desto mehr kommt auch das Bedürfnis, auch wirklich mal solche Sachen auch zu checken, bevor man jetzt irgendwo in etwas reinrutscht. Speziell diese ganze B-Vitamin-Komplex, wenn ich sehe, wie bedeutsam dass das einfach ist, damit das Immunsystem wirklich auch allfällige Krebszellen sofort wieder im Keim ersticken kann und. Also, dass wir da genügend Reserven haben. Wow, also ich bin wirklich von dir beeindruckt, aber ich bin auch von der schulmedizinischen Laborleistung beeindruckt, was die heute alles können, ist ja auch ein Wunder, oder? Ja, also dass du die letzten 20 Jahre anschaust. Also wirklich, also gerade die letzten 10, 20 Jahre hat sich viel getan, da haben wir viele Möglichkeiten gekriegt. Man braucht nicht alles bei jedem Patienten. Das wird wahrscheinlich, wird es immer so negativ gegenübergestellt. Wenn ich so, wie ich es vorhin beschrieben habe, eine klare Fragestellung habe, und darauf eine Antwort brauche, weil ich diese Beschwerden bei den Patienten sehe, dann ist es für mich immer medizinisch gerechtfertigt und notwendig. Ja? Und wenn man dieses Denken vielleicht auch den Ärzten, diese Freiheit mehr zurückgeben würde und nicht nur, das geht nicht, ich glaube, da könnte man vielen Menschen helfen und aus Sicht jetzt der Krankenkassen auch wirtschaftlich einen Benefit für die Krankenkassen machen und so verstehen wir ja unseren Beruf als Arzt. Aber es ist nicht so, dass das, was wir jetzt darüber reden, diese ganze Vitafine und diese ganze Labordiagnostik heute gängige Ausbildungspraxis ist zum Arzt. Nee, ist leider untergeordnet. Also es ist, natürlich haben wir das bei uns im Studium drin. Das, was ich vorhin angesprochen habe mit dem Epstein-Barr-Virus oder Zytomegalie-Virus, diese spezielle Labordiagnostik, die ist ja erst gekommen, also ich habe vor 20 Jahren, war mein Studium zu Ende, ist auch schon ein bisschen her, aber die ist, heutzutage wird es vielleicht angeschnitten, aber es wird nicht in die Praxis, in die Realität übergeführt, ja. Was bedeutet denn so eine Untersuchung? In welchen Fällen brauche ich sie denn? Wo kann ich denn diese Fragen oder mit dieser Labordiagnostik meine Fragen beantworten?
Das läuft leider noch nicht. Und ich hoffe ja immer, dass so nach und nach ein Umdenken erfolgt, dass man sagt, okay, das sind spezielle Themen, die möchte ich einfach lernen. Einmal der Impetus seitens des Arztes. Ich weiß aber, dass meine Kollegen extrem stark zeitlich eingeschränkt sind. Sind froh, wenn sie überhaupt den Praxisalltag schaffen. Ja, verstehe ich. Aber in der Hoffnung, dass es in diese Richtung vielleicht doch geht. Und tja, sonst gibt es eine Datenbank, QS24 eingeben. Und dann sieht man das Interview, was wir gerade machen durften mit dem Professor Dr. Alexander Rondek. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.